Hey Leute, ich bin's Conny und heute zocken wir das neue Pet Simulator X Event. In dem Event ist nicht viel dazu gekommen, aber was dazu gekommen ist, das sehen wir jetzt. Hype, Gift, Hype, Gift, Hype, Gift, hu, hu. Wo ist mein Hype Gift? Oh, Hype Gift! Hey, ich werd's nicht öffnen. Noch nicht. Natürlich nicht. Digga, ich müsste 1000 Hype Gifts öffnen und hätte dann die Chance auf theoretisch ein Huge Pet. Ich kauf mir noch welche, ist mir egal. Okay. Also ich öffne erst dann meine Hype Gifts, wenn ich mindestens 1000 habe. Weil sonst stehen die Chancen schlecht. Aber manche von euch haben sich gefragt, wie kriegt man eigentlich diese Hype Gifts? Kurz gesagt, ihr kriegt sie nicht mehr. Ihr musstet 5 Minuten vor dem Update im Pet Simulator X drin sein. Wer es nicht bekommen hat, bekommt auch keins mehr. Das Lustige ist, nur weil ich 1000 Hype Gifts öffne, bedeutet das nicht, dass ich dann ein Huge Pet ziehen muss. Dann öffne ich so 1000 Hype Gifts und bekomme immer noch nichts. Safe bei mir First Try. Ja, wenn du ein First Try machst, dann kriege ich's. Nee. Doch. Oh mein Gott, der Hype. 10, 9, 7, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Updating 0. Now. 0. Warte, ich will vorher noch ein paar Lucky Blocks öffnen. Es dauert sowieso immer eine Weile, bis das Update richtig veröffentlicht wird, weil Preston da ja nicht so sekundenakkurat ist. Aber dann werden wir gleich auf einen neuen Private Server gehen und uns das Update gönnieren. Ich verlasse Pet Simulator X. Ich aktualisiere die Privatserver. Wir gehen auf TG1 und nicht TG2. So, das neue Update ist da. Anime Exclusives. Update Hype Gifts. Random Multipliers. Yeah, Multiplier. Voice Trading Plaza. Warte, das gab's doch schon immer. Hä? Was willst du von mir, Preston? Voice gab's schon immer. Please Donate Booth. Lucky Blocks werden weiter fortgeführt. Man kann jetzt Diamanten wieder kaufen. Das ging auch schon beim letzten Mal. Preston will, dass die Update-Blocks größer aussehen. Der schreibt hier Sachen rein, die immer drin sind. Booth Sale Alerts. Oh mein Gott, es gibt Alerts für Booth Sales. More Anti-Hacks. Yeah, Anti-Hacks. Bugfixes. Updates weekly, wie jede Woche. Und das am Samstag um 11 Uhr CST. Okay. Kicken wir uns das Update einfach mal an. Der Victor ist auch schon da. Es gibt jetzt Anime-X. Wir gucken natürlich erstmal auf den Exclusive-Shop. Hier haben wir jetzt das Exclusive-Anime-X. Ja, Anime-Spiele sind ja im Trend. Wurde Zeit, dass es dann kommt. Aber tatsächlich sind die Pets sehr weit weg von direkten Anime. Ich würde sagen, das hier könnte an Naruto angelehnt sein. Das hier an Dragon Ball. Das hier wirkt, glaube ich, wieder an Naruto. Und das hier, jeder x-beliebige Anime, keine Ahnung. Victor sollte mal lieber weggehen da, sonst klaue ich ihn wieder alle seine Pets, ne, hier alle Lucky Blöcke abbauen. Nicht, dass er sie noch bekommt. Das sind nämlich alles meine Lucky Blöcke. Sehr gut. Okay, ich möchte einmal in die Pet Collection gucken. Oh, ich habe einen Lucky Mythical bekommen, so cool. So, ach ja, das hier könnte ich auch mal machen. So, so. So, dann kann man da den Namen sehen. Und der Name, der müsste ja dann doch irgendwo hier zu finden sein, oder? Huge Anime Agony und Huge Anime Unicorn. Okay, Anime Unicorn und Agony heißen die Dinger dann. Das ist dann wahrscheinlich das Anime Unicorn und das ist das Huge Anime Agony. Und das wäre ein Pet, das hätte ich gerne. Daniel, gib mir ein Huge Anime Agony, okay? Ja, gibst vielleicht. Du mir? Dankeschön. Du schuldest mir jetzt eins. So, was ich aber schade finde, Preston gibt jetzt an, es kommen jetzt wieder Weekly Updates. Aber es sind tatsächlich wieder größtenteils Dings-Updates. Ich baue mal das hier. 5-mal Coins für diese Piles. Das ist cool, dass es jetzt bestimmte Piles gibt, die mehr Coins bekommen. Das ist dann mit Random Multipliers gemeint. Das ist eine schöne Sache. Aber es gibt grundsätzlich mal wieder wenig Content. Es gibt ein neues Egg. Das war's, oder? Ja. Oh, 5-mal Coins auf und, so einer Kiste. Wisst ihr, was mich interessiert? Ist es denn möglich, dass so ein 5-mal Coins Multiplier auf einer großen Kiste sein kann? Ich hoffe es. Wir gehen ins Cat Kingdom. Ich möchte einen 5-mal Coins Multiplier. Jetzt entweder hier auf der großen Kiste. Aber erstmal den. Hier ist keiner drauf. Schade. Ein Pet kann ich ransetzen. So. Dann noch einmal die Lucky Blocks hier abbauen. Was gibt's noch? Ja, hier gibt's 5-mal Coins. Also nehme ich den natürlich mit. Es ist cool. Jetzt sieht man auf jeden Fall, welche Loot Drops sich mehr lohnen als manche anderen. Weil hier dann dieser Effekt drüber ist. Der hier bringt dann 10-mal Coins sogar. Wow. Der bringt 3-mal Coins. Alles klar. 10-mal Coins ist schon krank. Wenn du einen abbaust und 10-mal so viele Coins bekommst, das müsst ihr mal vorstellen. So, jetzt werden 3 Eggs gekauft. Okay, viel Spaß dabei. Ich gebe, wie gesagt, kein Geld im Pet Simulator mehr aus. 2000 halt. Ja, gebe ich trotzdem nicht aus. Ja, so, nee, ja. Hier ist der Effekt auch nicht drauf. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber wenn, dann wäre das sowas von episch, wenn an so einer großen Kiste so ein meinetwegen 10-mal Coins Multiplier drauf wäre. Das wäre schon echt Garnierung, oder? So, das hier, 3-mal Diamonds finde ich auch gut, aber man bekommt trotzdem nur 800 Diamonds für so ein Diamond Pile. So kennt man es ja aus Pet Simulator. Diamonds normal farmen geht echt langsam. Aktuell geht es tatsächlich am besten auf dem Trading Plaza und da gucken wir mal rüber, um zu gucken, was Preston jetzt mit Voice Trading Plaza meint.
Ich wette nur, dass Voice-Chat aktiviert ist, was ja schon die ganze Zeit aktiviert war. Aber wir kicken einfach. Oder meint er damit, dass es Voice-Only-Trading-Plazas gibt? Weil das wäre dann schon lustig, wenn da nur Leute drauf sein können, die Voice-Chat haben. Das gibt es ja inzwischen in mehreren Roblox-Spielen. Was denn? Ich hab die gekauft und krieg die nicht. Deine wurde gescammt. Ich hoffe, ich muss nur reach. Meistens schon. Sind ja Developer-Products. Das bedeutet, wenn der Kauf nicht abgeschlossen wird, dann wird er fortgefahren, wenn du neu joinst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Preston jetzt noch so einen Fehler im Spiel drin hat. Ich meine, selbst das Spiel, das ich jetzt die letzte Woche entwickelt habe, kann so einen Fehler gar nicht mehr haben. Und das ist seit einer Woche in Entwicklung von einer einzigen Person. Man muss einfach nur die Purchase Receipt Funktion ordentlich aufsetzen. Naja, ich find's aber schade, dass das alles zu sein gewesen scheint. Ich meine, das war's. Jetzt sind die da. Nice. Okay, let's go. Erster. Mein Huge, gib mir dein Huge. Warte. Oh mein. Und es ist keine Huge. Woohoo. Ist mir egal, ich brauch's für die Pet Collection. Schnuppe. Pet Collection. Es ist aber das 13%ige. Woohoo. Yeah. Oh, dann hattest du jetzt schon so viel Glück, dann hast du gar kein Glück mehr für Huges übrig. Ja. So ist die Regel. Ja, zweimal den gleichen. Woohoo. Meiner. Reserviert. Wie stark sind die überhaupt? Na, immer halb so stark wie dein stärkstes Pet. Ach so. Und das dritte? Okay, ich wollte eigentlich das behalten, aber egal. 2, 1, let's go. Was? Nein! Das behalt das, das steigt im Wert. Nein. Oh, hast du Müll bekommen? Ja. Was denn? Das 30%ige. Naja, immerhin für die Pet Collection. Jetzt das 30%ige schnell auf den Trading Plaza verscheppern. Komm, Leute, wir gehen jetzt einmal rüber zum Trading Plaza. Das werde ich jetzt so schnell verscheppeln. Oh, dann kann ich Voice-Only-Server. Das meint er. Okay, ich gehe auf einen Voice-Only-Server. Weil da sind sowieso die reichen Leute, die mindestens 13 Jahre alt sind, ne? Okay. Aber schön, dass der Voice-Only-Server kein eigenes Banner hat. So, ich bin jetzt drauf. Das heißt, wenn du joinst, solltest du... Ah, ich glaube, der Server ist voll. Ja, ich schau mal. Der sieht sehr voll aus. Meiner Meinung nach. Ja, es ist auch nur eine Booth frei zum Claimen. Ja, wie viel Milliarden ungefähr? Sag 10 Milliarden für das 30%ige. Ach so. Ja. Oder sagen wir, wenn niemand kauft, dann 5 Milliarden für das 30%ige. Die anderen beiden behalt aber. Ja. Die sind ja seltener. Ja. Ein Update-Hype-Gift für 10 Billionen. Ich verkaufe meinen für mehr. Ich verkaufe mein Update-Hype-Gift für 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier. Servus, Master Games. Servus. Ja, Daniel, was geht? Ich bin drin. Du bist drin? Bei mir? Ja bei dir. Nice, wir haben es geschafft, Daniel. Wo bist du, Daniel? Ich brauche Voice Chat. Stimmt, warum fügt Preston jetzt eigentlich Voice Chat Support hinzu, wenn das Spiel sowieso gar nicht getoggelt ist zu Voice Chat? Alles ist viel zu laut. Wenn du mit Voice Chat spielen willst, dann kriegst du entweder Ohrenkrebs oder musst komplett ohne Soundeffekte spielen. Ah, hier bist du. Ja, ich bin hier. Nee, Preston hat immer noch so eingestellt, dass man HC-Pads automatisch ausrüstet. Das ist ja so blöd. Okay, wo bist du, Daniel? Hier. Ah, hier. Okay, wo ist dein Stand? Yeah! Ey, das sieht doch cool aus, der Anime-Corgi. Ja. Das ist der häufigste? 30%, da gibt's noch einen 40%igen. Ich kann den mal auswählen, warte. Naja, ich und Daniel haben danach noch ein bisschen weitergezockt. Mein Fazit ist, das Update ist schon eine Enttäuschung, weil es bietet nicht sehr viel neuen Content. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Abonniert doch gerne Daniel. Bis dann und ciao!